Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Ich hoffe, Sie sind auf Ihre Kosten gekommen und rundum zufrieden. Also ich finde, das ist ja eine tolle Erfindung. Seit meiner Kindheit genieße ich das. Ich habe Freude am Schenken, also daran, irgendwas Nettes zu besorgen, sich Gedanken zu machen, was dem anderen Spaß machen könnte. Und dann so diese Spannung, so kommt das Geschenk an, gefällt es ihm auch. Und ich habe auch Spaß daran, selber schöne Sachen zu kriegen. Das ist eine tolle Erfindung. Und ich finde, man kann Weihnachtsgeschenke in verschiedene Kategorien unterteilen. Also da gibt es einmal die Supergeschenke. Das ist so dieser Wow-Effekt, wo man das auspackt und ist völlig platt. Damit hätte man nie gerechnet und ist so begeistert, dass man sich am liebsten gleich in eine Ecke verziehen möchte und sich mit seinem Geschenk beschäftigen. Dann gibt es, naja, gut gemeinte Geschenke. So, ist nicht so, der Brüller reißt einen nicht sofort vom Hocker. Manches gewinnt man in der Zeit lieb und findet das dann doch ganz toll. Naja, und dann gibt es noch die Kategorie völlig unbrauchbar. Ich habe jetzt gehört, einige treffen sich so in der Nachbarschaft ein paar Tage nach Weihnachten zum gemeinschaftlichen Bingo spielen. Und da kann man dann so diese ungeliebten Geschenke auf gute Weise wieder entsorgen. In welche Kategorie gehört nun das Geschenk, weswegen wir eigentlich Weihnachten feiern? Also Gott schenkt uns seinen Sohn, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist das Teuerste, was Gott geben konnte. Das ist sein eigener, sein eingeborener Sohn, den er für uns in diese Welt geschickt hat. Mehr geht für ihn nicht. Müsste ja eigentlich dann in die Kategorie Supergeschenke fallen. Dennoch trägt diese Predigt den Titel »Das Geschenk, das keiner will«, weil sich das wie ein roter Faden durch das Leben Jesu hindurchzieht. Es fing ja schon vor seiner Geburt an. Also diese Geschichte, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr eröffnet, dass sie schwanger werden soll. Sie reagiert alles andere als begeistert. Sie ist eine fromme Frau und deswegen willigt sie nach einigen Hin und Her dann ja auch ein. Aber begeistert ist sie nicht, weil sie ahnt, was da alles dranhängt. Sie war ja nicht verheiratet und sie konnte schon die Schnackereien im Dorf innerlich hören. Oh, guck mal, die Maria, wo die doch sonst immer so fromm tun und jetzt seht nur, sie kriegt einen dicken Bauch. Und da zerreißen sich die Leute das Maul. Und wie soll sie das dem Josef erklären, ihrem Verlobten? Sie haben ja noch nicht miteinander geschlafen, das hat man damals nicht gemacht. Man hat erst miteinander geschlafen, wenn man verheiratet war, und zwar miteinander. Und jetzt stell dir mal vor, so ein junger Mann, dass seine Verlobte kommt und sagt, du, übrigens, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger und der Vater ist der Heilige Geist. Ja, also Lukas erzählt, auch Josef wollte dieses Geschenk nicht, er wollte sich unauffällig von Maria trennen. Wieder musste der Engel ran, hat ihm ins Gewissen geredet, gesagt, nein, die Sache hat wirklich seine Richtigkeit, bleib bei Maria, pass auf sie auf. Es rückte die Zeit der Geburt näher und dann kam diese blöde Volkszählung, die Reise nach Bethlehem, kein Raum in der Herberge. Es wird nicht gesagt, ob wirklich alles überfüllt war. Ich habe so den Eindruck, da waren auch einige dabei, die wollten sie nicht reinlassen. Also so eine schwangere Frau, hochschwanger, also Geburt ist ein ziemlicher Schweinkram. Nachher versaut ihr uns noch die ganze Bettwäsche, sollen die doch andere sehen, dass sie sie unterkriegen. Das Geschenk, das keiner wollte. Und so kam Jesus im Stall auf die Welt wie ein Kälbchen. Seine erste Ruhestätte war ein schmutziger Futtertrog, nicht gerade fürstlich.
Aber immerhin, die Hirten, die haben sich gefreut. Und dann waren da ja auch noch diese merkwürdigen Weisen aus dem Morgenland, die eine große Reise in Kauf genommen haben, um Jesus zu besuchen. Dummerweise haben sie den Fehler gemacht, bei Herodes vorbeizugehen, beim amtierenden König, weil sie dachten, so ein Königskind, das kommt ja wohl im Palast zur Welt. Und damit haben sie Herodes Machtinstinkte geweckt. Der war überhaupt nicht erfreut von der Ankündigung, dass da ein Konkurrent geboren werden soll, und hat sich dran gemacht, ihn zu verfolgen. Herodes wollte das Geschenk nicht haben. Wieder tritt der Engel in Aktion, gibt Josef einen Tipp. Er geht mit seiner Frau und dem neugeborenen Kind auf die Flucht nach Ägypten. Nun weiß ich nicht, ob das damals schon Einwanderungsbehörden gegeben hat und Asylanträge und eine Liste von sicheren Herkunftsländern, aber es wird damals genauso gewesen sein wie heute. Flüchtlinge will im Prinzip keiner haben. Die machen nur Ärger, die kosten nur Geld, lieber nicht. Und auch wenn wir so auf das weitere Leben Jesu blicken, dann sehen wir, wie sich diese Figur immer wieder durchzieht. Dass Menschen das Geschenk Gottes nicht haben wollen. Viele haben ihm gegenüber gleichgültig gegenübergestanden. Manche haben ihn abgelehnt. Seine eigene Familie hat versucht, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, weil sie sich seiner geschämt haben. Sie haben gesagt, er ist ja verrückt geworden, tritt hier jetzt auf als Wanderprediger. Was ist denn das? Die Kirchenobrigkeit hat ihn gehasst, weil er wunde Punkte angesprochen hat. Die römische Besatzungsmacht, die war auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Sie hat immer gefürchtet, er könnte eine Revolte losbrechen. Jesus, das Geschenk, das keiner will. Wie ist das mit uns? Wir sind hier jetzt versammelt, um seinen Geburtstag zu feiern. Wollen wir denn dieses Geschenk? Wollen wir einen Erlöser? Wollen wir einen Herrn, der in unser Leben hineinregiert? Oder wollen wir doch lieber selbst über unsere Angelegenheiten bestimmen? Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber diese Frage behaltet mal im Hinterkopf, wenn ich uns den Predigttext vorlese, der für heute Abend vorgesehen ist. Das sind 4 Verse aus dem Titusbrief. Genau genommen ist das Ganze nur ein Satz, aber der hat das in sich. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist ein unglaublich sperriger Satz, der uns da am Heiligen Abend nach 23 Uhr zugemutet wird. In diesem Einsatz haben wir die Geburt Jesu, das Leben als Christen, die Wiederkunft Christi, Karfreitag, die Taufe und die Idee der Kirche. Und zu jedem dieser einzelnen Punkte ließe sich problemlos eine ausführliche Predigt halten. Es ist erschienen, wörtlich übersetzt, es ist aufgeleuchtet, die heilsame Gnade, wörtlich übersetzt, die rettende Gnade Gottes. Es ist aufgeleuchtet, die rettende Gnade Gottes. Ich musste an ein berühmtes Bild denken, das ist gerade bei mir auf dem Computer, auf dem Hintergrund von meinem Desktop. Das ist das Krippenbild von Rembrandt mit dem Titel Die Anbetung der Hirten. Vielleicht kennen Sie das Bild. Das ist ein dunkler Stall und dieser Stall wird erleuchtet von der Krippe her, also von dem Jesuskind geht ein Licht aus, das alle erhält.
Und da stehen dann diese Hirten staunend drum und sehen in das Licht und lassen sich erleuchten und beschenken. Ein wunderschönes Bild. Es ist aufgeleuchtet, die rettende Gnade Gottes. Allen Menschen, heißt es hier, allen Menschen, sogar den Hirten. Also diese Hirten, die viel besungenen und vorgelesenen, wenn die heute Abend hier in der Kirche wären, dann würden die pikierte Blicke auf sich ziehen. Die Hirten stehen am unteren Ende der sozialen Leiter. Die sind nicht frisch gewaschen und geduscht, sondern die Kleider sind schmutzig und die stinken nach Stall. Und wenn die hier jetzt sitzen würden, dann würde man es vielleicht so ein bisschen zur Seite rücken, eine möglichst große Lücke lassen und immer mal so böse gucken, hättest du nicht duschen können, bevor du in den Gottesdienst kommst. Aber bei Jesus waren sie willkommen. Willkommen sind bei Jesus auch die, die zwar äußerlich sauber und ordentlich aussehen, aber in ihrem Innern schmutzig sind und stinken. Durch ihre bösen Gedanken, durch ihre Hartherzigkeit, durch ihre Lieblingssünden, ihre Gottesferne, ihren Unglauben, ihre Inkonsequenz und so weiter und so weiter. Die sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Für alle ist Jesus gekommen. Er sortiert niemanden vorher aus. Er hat diesen Ansatz sein Leben lang treu befolgt, was ihm hin und wieder Ärger eingebracht hat. Die Frommen seiner Zeit waren nämlich völlig entsetzt, mit welchen Leuten sich Jesus da abgegeben hat. Mit Zolleintreibern, mit Terroristen, mit Prostituierten. Also so Leute, mit denen sich ein anständiger Mensch nicht sehen lässt. Und sie haben ihn mal darauf angesprochen, wie er denn dazu käme. Und er hat zur Antwort gegeben, was wollt ihr eigentlich? Die Gesunden brauchen doch keinen Arzt, sondern die Kranken. Das ist die rettende Liebe Jesu, mit der er den Menschen begegnet ist. Gottes rettende Gnade ist für alle Menschen aufgeleuchtet. Unser Heiland, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Also das ist sein Geschenk an uns, Reinigung, ein rund erneuertes Leben. Und wer je unter seiner Schuld gelitten hat, wer sich je gewünscht hat, ein anderer Mensch zu sein, der wird erkennen, dass das, was Jesus uns da schenkt, absolut unbezahlbar ist. Ich bin einer der wenigen Pastoren, die noch die Beichte hören. Viele wissen gar nicht, dass es das in der evangelischen Kirche noch gibt. Dieses Angebot, hinzugehen zu einem Pastor, wenn man eine Schuld hat, mit der man nicht fertig wird, etwas, was einen niederdrückt, und das dann gemeinsam im Gebet vor Gott zu bringen und dann zugesprochen zu bekommen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist eine Befreiung, die ist körperlich spürbar. Ich habe das wirklich erlebt, wie Menschen so 1-2 Zentimeter größer waren nach diesem Gebet. Das ist ein Geschenk, das Jesus uns macht. Und dennoch steckt etwas in diesem Text, das zurückzucken lässt, das einige dazu bringt, dankend abzuwinken, zu sagen, nee, also wenn das so ist, dann lieber nicht. Ich meine, wie das schon klingt, ne? Er nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das klingt nicht wirklich nach Spaß. Das hört sich anstrengend an und freudlos. Andererseits, wenn ich mir die heutige Weltlage so betrachte, dann bin ich froh um Politiker, die besonnen und gerecht handeln. Solche Leute brauchen wir in dieser Zeit. Und so möchte ich selbst eigentlich auch gerne sein. Besonnen und gerecht und fromm. Also besonnen, das heißt nicht getrieben von Launen und von Gelüsten.
gerecht, das heißt nicht willkürlich zu sein, sondern verantwortlich in den Dingen, die mir anvertraut sind. Und fromm, das bedeutet für mich, ein kindliches Vertrauen auf Gott zu haben und auf sein Wort zu hören. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Also besonnen heißt nicht freudlos und verkniffen. Und gerecht heißt nicht kleinkariert oder päpstlicher als der Papst. Und fromm bedeutet auch nicht frömmlerisch und pharisäisch. Sondern was das bedeutet, das erkennen wir, wenn wir auf das Leben Jesu sehen. Er ist unser Ziel, er ist unser Vorbild. Und er nimmt uns in Zucht. Anders übersetzt, netter übersetzt, er nimmt uns in seine Schule. Also wenn wir uns auf ihn einlassen, dann wird er unser Personal Trainer, der für uns Trainingspläne aufstellt und unsere Fortschritte überwacht. Das klingt doch schon besser. Ist das ein Geschenk, das wir annehmen mögen? Dieser Weg wird kein leichter sein. In einem Text, den ich manchmal am Ende unserer Kirchengemeinderatssitzungen vorlese, heißt es: Ich bat um Weisheit. Gott gab mir Probleme zu lösen. Ich bat um Kraft. Gott gab mir Schwierigkeiten, um meine Kraft zu entwickeln. Ich bat um Wohlstand. Und Gott gab mir Gehirn und Muskeln zum Schaffen. Ich bat um Mut. Gott gab mir Gefahren zur Überwindung. Ich bat um Liebe. Gott vertraute mir belastete Menschen an. Ich bat um Gunst. Gott gab mir Gelegenheiten. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich brauchte. So kann es gehen mit den Geschenken Gottes. Sie sind anders als das, was wir uns wünschen würden. Aber immer steckt dahinter seine Gnade und seine Liebe. Wir sind eingeladen, das Weihnachtsgeschenk zu empfangen. Das Kind in der Krippe, das zu einem großartigen Lehrer herangewachsen ist und schließlich am Kreuz sein Leben gegeben hat, um uns zu erlösen. Wir sind eingeladen, ihm unser Herz zu öffnen und unseren Alltag von ihm bestimmen zu lassen. Und wenn wir das tun, dann werden wir zunehmend entdecken, wie kostbar das Geschenk eigentlich ist, das Gott uns da gemacht hat. Es ist das Allergrößte, was jemand jemals einem anderen geschenkt hat. Ein super Geschenk. Amen.